Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von trotto.de. Es ist Sonntag, der 20. Oktober. Ein Monat nach der Breeders' Crown kann ich endlich wieder sagen, herzlich willkommen zu einem spannenden Renntag hier auf der Trabrennbahn Mariendorf. In einem durchaus prominent besetzten Rennen wird heute der Herbstpokal des VDTs verliehen und auch der vierte Lauf der Goldserie steht heute auf dem Programm. Jetzt sind wir aber erstmal wie immer im Stall verabredet zu den Stallinterviews. Acht Pferde kämpfen heute um den Herbstpokal des VDTs und eines davon ist Larsson mit Heiner Christiansen, ein uns sehr gut bekanntes Team. Herr Christiansen, Larsson hat sehr beständige Formen, aber der Ausgang des letzten Rennens beim Breeders' Crown Wochenende, der war mit einem siebten Platz etwas ungewöhnlich. Was war da los? Ja gut, Larsson war auch nicht ganz so 100% in Ordnung, also von den Beinen her wohl, aber nicht ganz so frisch. Er zeigte nicht so viel Mut im Rennen. Aber der kam noch hinzu, ich hatte die Nummer 9, das heißt zweite Reihe und er ist, glaube ich, dreimal in seinem Leben aus der zweiten Reihe gestartet und war nie so das Pferd. Also er braucht schon den Flügel, dass man dann eben auch vom Start mitfahren kann, um eine Position zu suchen. Da sind ja heute die Ausgangspunkte etwas günstiger. Wurde da noch was im Training optimiert für heute, für den Start? Ja klar, wir haben das Training ein bisschen verändert nach dem letzten Start. Und wir schauen uns heute den Start nochmal an. Sollte er enttäuschen, was wir nicht hoffen, dann wird er wohl in die Pause gehen. Und ganz kurz noch, wer ist heute das zu schlagende Pferd? Ja, ist schwer zu sagen. Glätter war letztes Mal klar sehr enttäuschend, aber Thorsten wird ihn schon ordentlich rausbringen. Also sehe ich den Hauptgegner Glätter und Mallory vielleicht mit dem Franze. Wir haben noch einen ganz geheimen Tipp und zwar Falco mit Heinz Wevering und den werden wir jetzt mal besuchen. Heinz Wevering heute mit Falco am Start. Die Formen des Pferdes sind sehr überzeugend. Falco, der räumt mit Annalisa Kunze ja momentan eigentlich fast alles ab. Ist man da selbst als der große Meister etwas nervös? Naja, nicht nervös, angespannt. Ne? Man sieht das Rennen und man schaut sich die Gegner an. Und heute ist das Rennen ja nicht so ganz einfach. Wir haben schon ein paar gute Gegner. Und das ist nicht so einfach wie im Amateurfahren. Da ist es ein bisschen leichter, aber trotzdem, jedes Rennen muss man gewinnen. Ne? Das hat nichts damit zu tun, das möchte ich auch nicht schmälern, dass es jetzt heißt, Amateurfahren sind leicht. Aber heute wird es schon ein bisschen schwieriger werden. Sie sind ja nicht der Trainer von Falco, aber da gab es bestimmt ein ausführliches Briefing. Ja, das Pferd ist gut drauf. Ich habe auch gerade schon aufgewärmt und er ist in guter Verfassung. Und alles andere muss man nachher im Rennen sehen. Das ist immer sehr schwierig, jetzt vorher was zu sagen. Und am liebsten würde ich sagen, ich gewinne. Ne? Aber das werden wir dann nachher sehen. Ja, gewinnen wollen Sie alle. Ich gebe jetzt das Wort ab an den Bahnkommentator Peter Fahrenthold. Herbstpokal des VDT, 50 Meter bis zur Startmarke. Das fünfte Rennen, Herbstpokal des VDT ist gestartet. Flavio Ast an der Innenkante, Mallory, Larsson, Falco gibt auf, der wird aufgenommen. Fünftes Pferd ist dann Glätter. Flavio Ast, Larsson außen drückt auf das Tempo gegenüber Flavio Ast. Larsson kommt nach vorn. Larsson hat das Kommando gegenüber Flavio Ast, dahinter Mallory. Gleich geht's vor dem Ziel auf die Schlussrunde. Larsson, Flavio Ast, Mallory, Glätter, Falco, Tragoband, Jet. Larsson, Glätter, außen Mallory, Larsson ist vorn. Dahinter kommt außen Mallory angeflogen und der geht auch wieder riesig spät. Larsson ist vorn, außen Mallory, Larsson oder Mallory, Larsson oder Mallory. Larsson hat die 20.000 in diesem Jahr. Vor Mallory, dritter wird hier Tragoband, Jet, vierter Flavio Ast, fünfter Falco und Glätter ist auf einmal letzter im Ziel. Letzte Zwischenzeit 2.5. Siegreichste Pferd Deutschlands, das ist Larsson und Heiner Christiansen, der heute wieder stark gekommen. Start-Zielsieg, aber auf der Schlussgeraden, da wurde es nochmal eng oder waren Sie sich im Sieg eigentlich schon sicher? Doch, sicher war ich ihn auf jeden Fall. Der Herr Franze kam noch ziemlich auf, aber ich hatte ihn eigentlich ziemlich sicher unter Kontrolle. Der Start war natürlich optimal, Sie haben gewonnen. Geht er jetzt trotzdem in Pause oder ist noch ein Start auf dem Plan?
Nein, nach dem heutigen Start war das Laufen sehr, sehr gut und er wird auf jeden Fall nächste Woche oder in 10 Tagen in Hamburg starten mit dem Besitzer. Dann wünschen wir dafür nochmal viel Glück. Dankeschön. Das zweite Highlight ist heute der 4. Lauf zur Goldserie mit 2 Startern aus dem Team Gens. Viktor, du fährst heute Gustafsson BE, der Top-Favorit, der ja auch mit einem frischen Sieg aus Hamburg hier an den Start geht. Ist noch nicht allzu lange her, letztes Wochenende. Hat er das gut verkraftet? Ja, sehr gut. Ich habe direkt mit den Besitzern abgesprochen, dass ich dieses Rennen im Blick habe. Aber dass wir trotzdem erst am Montagmorgen entscheiden, ob er diese Reise nach Berlin jetzt wieder antritt oder nicht. Und Montag war alles gut. Er hat gut gefressen, gut gereist. Deswegen haben wir gesagt, er kann das laufen. Dein zweiter Schützling ist Gobelin. Der wird von Franz-Josef Stamer gefahren. Habt ihr da so eine Teamtaktik euch überlegt oder wie geht ihr da das Rennen an? Das Problem ist bei der Sache, dass Gustafsson eigentlich, mit ihm kann man keine Teamtaktik fahren. Ich muss am Start gucken, dass er einigermaßen schnell vom Start kommt. Und dann muss ich den anderen eher mein Rennen aufzwingen. Oder versuchen aufzuzwingen. Und da soll Franne ruhig sein Rennen mit Gobelin fahren. Er hat auch seine berechtigten Chancen und deswegen soll er auf mich keine Rücksicht nehmen. Ich stelle es mir nicht immer einfach vor, gegen den Chef zu fahren. Oder wie siehst du das? Ja, das ist ähnlich. Ja. Aber wir probieren mal, den Chef zu ärgern. Nein, aber ich glaube, ich habe eine gute Chance, so wie es der Viktor schon gesagt hat. Und wichtig wird der Start sein. Und da schauen wir uns mal an, wo wir landen. Gustafsson wird als Favorit gehandelt. Dabei finde ich eigentlich, die Form von Gobelin sind etwas beständiger. Nee, der Gustav ist von der Klasse schon das deutlich bessere Pferd. Und sieht man auch natürlich immer täglich im Training. Aber du hast recht, der Gobelin, der hat auch wirklich super beständige Form. Und letztes Mal im Sport ging er wirklich riesig mit dem Viktor. Kopf-an-Kopf-Rennen im Team Gens oder macht die Konkurrenz einen Strich durch die Rechnung? 50 Meter bis zur Startmarke. Das 8. Rennen Goldserie Lauf 4 2019 ist gestartet. New Dawn beginnt hier am schnellsten. Von außen versuchen Rainbow Diamant, Prince of Persia die Führung auch zu bekommen. Aber Rainbow Diamant setzt sich hier durch gegenüber New Dawn. Dahinter ist drittes Pferd hier. Prince of Persia, Gustafsson BE ist auch glatt in der Partie, ist fünftes Pferd. Es geht durch den ersten Bogen, Rainbow Diamant hat das Kommando und führt. Dann ist New Dawn zweites Pferd, Prince of Persia ist dritter, außen kommt Gustafsson BE, 089 ist die erste Zwischenzeit. Weiter in die Führung bei Rainbow Diamant, außen in zweiter Spur kommt Gustafsson BE. Dahinter ist New Dawn, Prince of Persia, dann trabt Panasonic Diamant. Dicht geschlossen ist das Feld jetzt nun, es geht aus dem Trotto.de Bogen gleich auf die Überseite. Wie erwähnt war die Zwischenzeit 15:8, die nächste wird erwartet von Rainbow Diamant, der weiterhin den Ton angibt, 16:3 außen Gustafsson BE. Im Schlussbogen weiterhin die Führung bei Rainbow Diamant, außen Gustafsson BE in den New Dawn. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Weiterhin die Führung bei Rainbow Diamant. Gustafsson BE jetzt mit der Schlussattacke. Dann kommt Prince of Persia. Rainbow Diamant ist vorne in der Mitte. Gustafsson BE, Prince of Persia. Weiterhin wehrt sich Rainbow Diamant in der Mitte. Gustafsson BE. Kampf bis zur Linie. Rainbow Diamant. Knapp vor Gustafsson BE, dann Prince of Persia und dann New Dawn. 3 Minuten. Ja, ihr nach vorne. 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 Ja, ich stehe hier mit Stefan Spieß von der Rennleitung und da gab es ja gerade einen Vorfall. Der Sieger, der wurde jetzt zurückgesetzt. Was war da los? Ja, es ist ja so, dass der führende Fahrer muss die Innenspur einhalten, die erste Spur. Das war Heinz Wevering in dem Fall. Und im Eifer des Gefechts ist sein Pferd nach außen gelaufen. Um eine ganze Spur in dem Moment hat das Pferd von Heinrich Gens blockiert. Der konnte nicht weiterfahren. Hat Schwung verloren und entscheidend war für uns, dass Viktor Gens dann doch noch sehr dicht an Wevering rankam danach. Wevering hat nach innen korrigiert und wie gesagt, Gens kam noch sehr dicht dran, hat knapp verloren. Und wir haben jetzt zum Glück die Möglichkeit, seit 1. Juli, da gibt es eine Neuerung im Regelwerk, können wir zurücksetzen. Früher mussten wir rigoros disqualifizieren. Jetzt konnten wir den Ersteingekommenen gegen die Zweiteingekommenen zurücksetzen. Ich habe mir das von der Rennleitung gerade noch mal erklären lassen, was da genau vorgefallen ist. Wie war das aus deiner Perspektive? Ja, im Einlauf kam ich mit Gustafsson BE in zweiter Spur mit Schwung an. Und Herr Wehring korrigierte in die zweite Spur oder das Pferd. Korrigierte in die zweite Spur, in meine Spur, nahm mir den Schwung weg. Ich musste mein Pferd aufnehmen, nach außen korrigieren und deswegen konnte ich mein Pferd nicht vollständig entfalten. Das sah die Rennleitung auch so und hat die Plätze getauscht.
Gut, dann ist das jetzt im Grunde knapp oder mit Glück gewonnen, aber man kann trotzdem sehr zufrieden mit Gustafsson sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll auf zufrieden, weil er hatte das härteste Rennen von allen Konkurrenten. Wir mussten außen herumgehen mit ohne Führpferd und das ist wirklich ein sehr, sehr moralisch anstrengendes Rennen für die Pferde. Und das hat er mit Bravour gemeistert. Ich bin voll auf zufrieden, auch wenn wir Zweiter gewesen wären. Das war jetzt ein ganz schönes Hin und Her, aber wir konnten ja Gott sei Dank Licht ins Dunkel bringen und damit endet dieser Renntag jetzt auch. Am 3. November, da geht's hier weiter auf der Trabrennbahn Mariendorf mit dem Jubiläumsrenntag des VDTs. Der feiert 125-jähriges Bestehen und da sage ich bis dann. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von trotto.de.